Flammen schlagen aus dem Gebäude, Rauch steigt auf, Menschen sind in Gefahr. Die Feuerwehr ist mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Doch was ist das? Die Straße ist zugeparkt, wertvolle Zeit verstreicht. Nicht nur auf Bundesstraßen oder Autobahnen gibt es Probleme, an die Einsatzstelle zu kommen. Auch besonders in den Städten und Gemeinden gibt es rücksichtslose Autofahrer, die ihre Fahrzeuge irgendwo abstellen, ohne darauf zu achten, ob die Rettungskräfte noch durchkommen. Somit vergehen wertvolle Sekunden, bei dem Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wir haben in Baden-Württemberg eine Eintreffzeit von 10 Minuten für die erste Gruppe vorgegeben, zu der jetzt speziell in Esslingen auch die Drehleiter gehört, da wir eben Gebäude haben in der Stadt, die den Drehleitereinsatz notwendig machen. Bei Einsätzen da zu Zeitverzögerungen kommen, weil wir eben nicht flüssig das Einsatzziel erreichen können. Aber wie gesagt, Tendenz sinkend und wir registrieren eine Verbesserung der Parkmoral. Die Sicherheit der Bürgerschaft liegt der Stadt Esslingen sehr am Herzen. Insofern führt die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt und der Polizei eine Feuerwehrrundfahrt, insbesondere im Bereich der Altstadt, aber auch in anderen Stadtteilen durch. Hierbei wurden die Örtlichkeiten ohne den Druck eines Einsatzfalles in Augenschein genommen und gegebenenfalls Regelungen getroffen, die der Feuerwehr und den Rettungskräften im Einsatzfall die Zufahrt zum Einsatzort erleichtern soll. So wurde unter anderem festgestellt, dass Parkflächen nicht mehr zeitgemäß sind, da die heutigen Fahrzeuge breiter sind und somit im Einsatzfalle kein Feuerwehrfahrzeug mehr durchkommen würde. Das ist schon sehr wichtig, zum einen, um in der Bevölkerung zu dokumentieren und zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Verkehrszeichen, Markierungen, Haltverbote auch gerade in der Altstadt eingehalten werden. Es ist viel beeindruckender, wenn da mal so ein großes Feuerwehrfahrzeug wirklich gesehen wird, denn der Kraftfahrer unterschätzt die Dimensionen eines solchen Fahrzeugs doch ganz häufig. Im Regelfall ist es so, dass in der Überwachung auch während einer solchen Fahrt eine normale Überwachung stattfindet und Verwarnungen dann im Nachlauf auch nicht von uns, die wir direkt durchfahren, von unseren Kolleginnen und Kollegen ausgestellt werden. Denken Sie an Ihre Sicherheit, denken Sie an die Sicherheit der Menschen, die in einer Altstadt, in einer Stadt leben, aber auch in den Wohngebieten zum Teil, wie wir heute gesehen haben. Verkehrsregeln, Verkehrszeichen haben ihren Sinn, auch wenn der Kraftfahrer nicht immer gleich erkennen kann, warum ein Haltverbot, warum eine Markierung, eine Zickzackmarkierung da ist. Die Feuerwehr braucht Platz, sie rettet Leben. Im Zweifel kann ein falsch abgestelltes Fahrzeug dieses Menschenleben kosten. Deshalb beachten Sie die Verkehrsregeln, beachten Sie die Verkehrszeichen, die die Verkehrsbehörde anordnet. Insbesondere bei Veranstaltungen im Bereich der Altstadt und der damit verbundenen angespannten Verkehrssituation ist dies besonders wichtig. Die Feuerwehrrundfahrt ist positiv ausgefallen. Nur einzelne Verstöße mussten geahndet werden. Somit ist das Konzept der Stadt, das seit Jahren praktiziert wird, zum Verhalten mit Parkverboten in der Altstadt aufgegangen. Man kann nur hoffen, dass dies so bleibt und Fahrzeugführer auch daran denken, dass durch ihr rücksichtsloses Verhalten Menschen gefährdet werden können.